Hallo zusammen, mein Name ist Manuel Schütt, ich bin 36 Jahre alt und war in den letzten Jahren als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in verschiedenen Kanzleien tätig. Aktuell arbeite ich in einem größeren Unternehmen, ebenfalls im Arbeits- und Gesellschaftsrecht und betreue dort Aufsichtsrat, Gremien, Gesellschafterversammlungen etc. Schon während meiner aktiven Zeit in der FDP und den Julis, in denen noch Vorstandsämter begleitet habe, fand ich Satzungsfragen schon immer interessant, was der ein oder andere damals etwas komisch fand, was aber dazu geführt hat, dass ich dann bei den Jungen Liberalen ins Bundesschiedsgericht gewählt wurde und dort den Vorsitz übernehmen durfte und nun auch seit mehreren Jahren bei der FDP im Bundesschiedsgericht bin. Ich habe mich sehr gefreut, als Anfang des Jahres gefragt wurde, ob ich auch als Präsident des Bundesschiedsgerichts kandidieren würde. Und würde mich noch viel mehr freuen, wenn Sie und ihr mir heute euer Vertrauen schenken würdet. Ich möchte jetzt gar nicht länger meine Vorstellungsrede hinausziehen, weil ich denke, wir haben sowohl auf dem Parteitag Besseres zu tun, als das Schiedsgericht zu wählen, als hoffentlich auch in Zukunft beispielsweise bei der Bundestagswahl mit erfolgreichen Wahlen und anschließend einer positiven Regierungsbeteiligung. Vielen Dank.